Und damit geht es schon weiter mit Let's Play The Amazing Spider-Man 2. Ich bin es euer Dem Simmer Fix. Im letzten Part sind wir zu Oscorp rangekommen und haben einer Person namens Max, Dylan, ein Zufall, nein, ich glaube nicht, das Leben gerettet, als hier die russischen Gangster und die Straßenschläger alle hier zu Oscorp gegangen sind und irgendwas stehen wollen. Was genau, wissen wir noch nicht. Aber wir machen die Platz. So, erstmal können wir uns wieder ein Upgrade leisten. Effizienz von Netros, nee, der Netros ist nicht so cool, der Netsprint. Das würde ich ehrlich gesagt gerne upgraden. Das kostet 3000, boah. Waffenblockade. Das ist eigentlich praktisch, aber es kostet auch so viel. Ich würde sagen, wir tun erstmal den Boost upgraden. Der kostet nur zu viel und der ist gut. Okay, gut. Beschäftigt. Inzwischen kann ich diese Waffen beseitigen. Das funktioniert nur, wenn ich außer Sichtweite bleibe. Wir bleiben auch außer Sichtweite und deswegen versuchen wir auch hier das Delfige, während sich hier Gott und die Welt töten will. So, okay. Wo sind denn hier noch russische Gangster? Okay, jetzt wäre es vielleicht doch sinnvoll, hätten wir unseren Spinnensinn abgegradet. So. Aber wie sollte man das sehen? Obwohl, ich sehe gar keinen. Ich sehe gerade echt gar keinen. Nee, da. Von da schießt irgendjemand. So. Wenn da von jemand schießt, dann holen wir den uns. So. Da unten, okay. Ich will sie halt stealthig irgendwie alle machen. Das wäre schon nicht schlecht. Tarnattacke. Bam! Ich habe deine Nasenlöcher aufgemacht, damit du nicht schnarchst. Du musst mir nicht danken. So, okay. Komm. Ich will dich wegstealthen. Komm. Yes! Okay, was ich ein bisschen schade finde, in der Amazing Spider-Man 1 hatten wir mal so ein kleines Spinnnetz, was uns so den Radius unserer Stealth-Attacke gezeigt hat. Da konnten wir auch sehen, wie weit wir weg waren, um eine Stealth-Attacke auszuführen. Und das gibt's hier leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist jetzt nicht irgendwie furchtbar schrecklich und deswegen ist das Spiel kaputt, aber es ist ein bisschen traurig einfach. Okay. So. Ganz ehrlich. Warum können wir nicht mal Freunde haben? Ganz ehrlich, warum können wir nicht irgendwie mal so jemanden haben, der uns hilft, Leute? Wir haben hier Russen, wir haben normale Gangster und wir müssen immer noch alleine kämpfen. Das finde ich nicht nett. So, ich glaube, mich hat jemand gesehen, oder? Psst, die Leute hier müssen alle arbeiten. Ja, wir müssen arbeiten und hier deine Kumpels noch fertig machen. So, ich glaube, ich tue mir doch den Spinnensinn gleich mal upgraden, weil das ist schon nicht schlecht. So, bis jetzt haben wir es eigentlich super gut hinbekommen vom Stealth. Muss man schon mal hier respektablerweise sagen. So. Oh, 2, okay. Wie können wir... Sieht er uns irgendwie, wenn wir hier sind? Nee, oder? Komm. Ja. Gut, und da haben wir den. Bam! An die Wand geklatscht. Und weg da! So, interagieren? Achso, mit... Ah, okay, jetzt können wir mit Objekten interagieren und wahrscheinlich auf Gegner hauen. So, dann verriegeln wir erstmal hier die Waffenprototypen. Okay, das wollen wir also stehen. Ah, okay. Schon mal gut zu wissen. So, aber so wie wir das gerade machen, gibt es nicht mehr viele Leute, die hier noch irgendwas stehen können. So, und gleich wird es noch einer weniger sein. Hallo, ich bin da. Und du bist da oben. So, fallen lassen und verriegeln. So, können wir die Popcorn mitnehmen? So ein Popcorn wäre schon nicht schlecht jetzt. Die Hälfte ist geschafft, aber selbst eine funktionierende Waffe ist zu viel. Sehr ja, nett. Und deswegen lösen wir das einfach, indem wir einfach alle Waffen uns holen. So. Sick. Schlaf schön. Dahin und den auch noch fertig machen. Ich glaube, wir müssen eigentlich theoretisch gar nicht alle Leute hier... Das war blöd, Leute. Es lief so gut, Leute. Und jetzt haben wir hier verkackt. Okay, ach gut. Haben wir schon wieder vergessen. Finde ich super. Lass uns gar nicht. Okay, Leute, dann lassen wir das mit dem Stealth. So geht es viel besser. Schaden. Bösewichte hingegen. Bösewichte schon. Das sind ja auch irgendwie Nutztiere, oder? Zack! Am Boden gebaut. Aber was ich jetzt schon wieder sehr schön finde, ist diese Stealth-Anzeige, die man hat. Also, um hier wieder was Positives anzumerken, was cooler ist als in vorigen Spider-Man-Teil.
Die Anzeige ist, finde ich, sehr praktisch, dass man sieht eben, wie weit die Gegner sind, einen zu sehen. Zum Beispiel, der sieht mich jetzt und... Und, ja, deswegen müssen wir ihn ausnocken. Beam. Und der andere ist jetzt auch gesehen, aber das ist mir wurscht, denn wir interagieren jetzt einfach ganz schnell. Und dann schwingen wir uns einfach zu hinten. Ganz ehrlich, das geht viel schneller, als wenn wir hier alle Typen einzeln ausnocken. So. Du hast mich doch nicht gesehen, oder? Oh, du hast mich aber gesehen. Kann man den in den Ventilator hauen? Ey, das wäre nice. Das war ein bisschen brutal. Alter. Okay, jetzt haben wir doch ein ganz kleines Problem. Uah. So, schnell zu dir hin. Yeah. Und so jemanden will ich ja gar nicht schlagen, wenn er mir gleich ins Gesicht stinkert. So, jetzt haben wir alle fertig gemacht und jetzt den letzten Waffenkanister fertig machen. Okay, gut. Geschafft. Du bist zurück? Hast du meinen Aufruf gesehen? Hast du gedacht, ich verlasse die Stadt? Überlass New York Irren wie dir? Niemals! Ich brauchte nur einen Ausgleich. Und das habe ich jetzt. Sag Hallo zur seismokinetischen Konstruktionsressource. Oder, wie ich es gerne nenne, der Schocker! Und damit haben wir unseren ersten Superbösewicht. Das ist schon mal nett. So. Uah. Daran werde ich lange denken. Nicht an den Kampf, sondern wie langweilt ich bin. Okay, glaubt ihr, wir können den einfach... den können wir einfach so im Kampf ausnocken. Das ist ja nett. Als Waffe? Komm schon, Hermann. Guck über den Tellerrand hinaus. Du könntest dein Vermögen mit Milkshakes machen. Der Milkshake-Maker. Das wäre ein viel geilerer Titel, Leute. Der Milkshake-Maker-Man. So, okay, Leute, wir können das schon... man muss immer nur so schön seinen Schlägen ausweichen. Und ansonsten ist es jetzt nicht so schwer, außer wahrscheinlich, wenn man von der Attacke getroffen wird. Aber das machen wir ja nicht. Beam! Bam! Schwachkopf? Ich bin es nicht, der seine Waffe komplett ironiefrei der Schocker nennt. Irgendwie sieht der jetzt noch ein wenig böse aus, das gerade eben. Okay, okay, ich weiß, was wir machen. Jetzt müssen wir hier, wie vorher... Müssen wir jetzt hier die Sachen wieder wegziehen. Okay, und jetzt können wir wieder auf ihn schön draufhauen. Tja, unser kleiner Schocker schockt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Oh, okay, jetzt haut er da wieder ab. Dann machen wir einfach hier direkt den Netzzug. Und dann ist er schon wieder am Boden, mein kleiner. Beam! Ich werde ein mächtiger. Das war schlecht. Okay, wir haben jetzt aber schon relativ viel Leben verloren. Und das will ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und deswegen schon wieder da. Dann tun wir sie immer nochmal runterziehen. Und jetzt, komm, Leute. Wir machen jetzt alle... Das ist schon wieder sein blöden Finisher. Zackaboom, Leute. Mach ihn fertig, Spidey. Yep. Weg da. So, gleich wieder wegziehen. Und... Was war das denn? So, okay. Wir haben ihn. Immer noch nicht besiegt. Aber wir haben ihn gleich besiegt, Leute. Komm, Leute. So ein kleiner Gegner ist doch keiner davon für Spider-Man. Bam. Und das war's. Schock. Oh, fast das gedrückt. Sehr nice. Sehr nice. Oh. Bitte sag nicht, dass man wieder bei jedem Gegner so ein Quicktime-Event machen muss. Da habe ich keine Lust auf. Ich weiß nicht, wo er ist. Wo ist er? Der ist da oben, oder? Jo, gut. Okay, Leute. Diesmal machen wir es richtig. Das hat Spaß gemacht. Wollen wir noch mal? Ein Shake zum Frühstück, ein Shake zum Mittagessen und ein kräftiger Schlag auf den Kopf zum Abendessen. Oh, du kannst mich nicht einsperren. Die Russen kriegen mich da drin. Du könntest mit Staatsanwalt Harper Zeugenschutz aushandeln. Wenn du hilfst, den Bandenkrieg zu beenden. Unschuldige Leute leiden darunter. Ich kann nicht. Die Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Alle Gangs der Stadt sind im Krieg. Jeder fürchtet sich vor jedem. Die Russen sind fast gleichzeitig mit dir hier angekommen. Ich weiß. Einer von meinen Leuten muss was verraten haben. Was machen sie jetzt, wo deine Zukunft, sagen wir mal, düster aussieht? Weiter aufrüsten. Den Rest meiner Leute ausschalten und dann alle anderen in der Stadt. Sie sind skrupellos. Ich wette mit dir, wenn sie fertig sind, wirst du dir Herman Schulz zurückwünschen. Du bist also hier eingebrochen, um stärker zu werden?
Natürlich. Knarren reichen einfach nicht mehr. Jeder will ein Ass im Ärmel, das die anderen nicht haben. Feuerkraft, mit der man eine ganze Armee besiegen kann. Und ich wette, es ist ihnen egal, wer im Kreuzfeuer landet. Darum nennt man sie wohl böse Jungs. Wovor habt ihr denn alle solche Angst? Vor dem Carnage-Killer. Er bringt meine Leute um. Die Russen, Hammerheads-Bande, die Männer von Mr. Negative. Alle glauben, die anderen haben ihn angeheuert. Ich fürchte fast, das ist so ein Irrer. Wie damals diese riesige Echse oder der Typ mit den Robotern. Solange er da draußen mordet, geht der Bandenkrieg weiter. Und wird schlimmer. Wenn ich dir nicht schon wieder den Hintern versohlen soll, erzählst du der Polizei, was du über den Bandenkrieg weißt. Okay, aber das wird nichts bringen. Die Stadt ist voller schießwütiger Gangster, die Angst vor dem Carnage-Killer haben. Diese Pest wird sich einfach immer weiter ausbreiten. Ich mache mich ja gerne über die Dinger lustig, aber die sind echt clever. Wenn ich diese kinetische Energie für mein Netz hätte. Wer ist jetzt hier der Dieb, hä? Okay, wir haben ein neues Upgrade freigeschaltet und zwar... Was haben wir? Schrotflinte, oh mein Gott. Seismische Explosion, die SKKR, die von Shocker gestohlen wurde, hat Spidey inspiriert, seine Netzdüsen zu verbessern. Er hat jetzt die Fähigkeit, eine starke vibrierende Salbe abzufeuern, die Gegner zurückschlägt. Nett. Kann man mit leben, denke ich. So, ich weiß aber immer noch nicht, was wir als nächstes upgraden. Ich denke, immer noch die Attacke einfach, oder? Jo, denke ich schon. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal hier raus, denke ich, Leute. Sie kennen Oscorp, mich aber vielleicht nicht. Ich bin Harry Osborn. Als mein Vater starb, hat er mir nicht nur ein Unternehmen hinterlassen, sondern eine New Yorker Einrichtung. Doch zu oft wurden sowohl Oscorp als auch diese Stadt von Kriminellen geplagt. Heute verkünde ich ein gemeinsames Projekt mit einem Mann, der genau wie ich vor kurzem in seine Geburtsstadt zurückgekehrt ist und helfen möchte. Wilson Fisk. New York hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Jetzt möchte ich mich revanchieren. Es war mir eine Ehre, diese großartige Stadt nach den letzten Krisen wieder aufzubauen. Doch das war nur der Anfang. Ich präsentiere Ihnen die erweiterte Einsatz-Taskforce. Die Polizei leistet mit begrenzten Ressourcen hervorragende Arbeit. Doch wenn die Bedrohungen zu groß für sie werden, brauchen sie mehr. Und wir haben es ihnen gegeben. Anstatt den Steuerzahler weiter zu belasten, finanzieren Mr. Fisk und ich diesen ausgewählten Einsatztrupp. Sogenannte Helden wie Spider-Man machen das Problem nur noch schlimmer. Das ist unsere Stadt und wir holen sie uns zurück. Gemeinsam. Ich bin immer noch bereit, Oscorp zu übernehmen, junger Mann. Und meine Antwort ist immer noch nein. Kein Problem. Ich warte einfach, bis dich dieselbe Krankheit wie deinen Vater dahinrafft. Okay, Leute, das hört sich ja nicht so gut an. Der Kingpin ist da, Leute. Den kennt man noch aus Spider-Man 3. Da war es der härteste Bossfight. Einer der härtesten Bossfight. das hört sich nicht so gut an. Harry Osborn, der Anführer hier von Oscorp. Und wahrscheinlich irgendwann der neue grüne Kobold. Und der Kingpin zusammen gegen uns. Und dazu jetzt noch irgendwelche fliegenden Hoverjäger. Ey Leute, es wird immer schlimmer, denke ich. Gut Leute, für so eine Bedrohung, glaube ich, müssen wir erstmal eine kleine Pause machen. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann können wir da auch mit neuer Kraft wieder rangehen. Bis denn, euer Schmuffix. Ciao.